Landesregierung Baden-Württemberg hat bisher neue Kredite von 5 Milliarden Euro aufgenommen, sodass die Gesamtverschuldung auf 50 Milliarden anwächst. Die Rückzahlung soll ab 2024 mit jährlich 500 Millionen Euro beginnen. Ich gehe über zu der Sache, wie sich das für Rottenburg verhält. Und um euch ein bisschen Rottenburg näher zu bringen, eine schöne Stadt, ein schönes Mittelzentrum mit fast 44.000 Einwohnern, also ein klein bisschen kleiner als Karlsruhe, die besteht hauptsächlich hälftig aus der Kernstadt und 17 Teilorten mit vorwiegend ländlichem Charakter. Die Zahl der Beschäftigten in den Industriebetrieben ist trotz neuer Gewerbegebiete im Wesentlichen gleich geblieben. Eine starke Zunahme hat es in Handel, Verkehr und sonstigen Dienstleistungen gegeben. Rund 30% der Beschäftigten, der 30.000 Beschäftigten in Rottenburg, sind mittlerweile im Niedriglohnsektor. Das sind 3.800 Personen, die durch die Corona-Krise besonders gefährdet sind. Über die Jahre hinweg ist der prozentuale Anteil der hauptsächlichen Einnahmen unserer Stadt konstant geblieben. Nur die absoluten Zahlen sind gestiegen. Der Kernhaushalt hat gegenwärtig ca. 138 Millionen Euro und wir haben keine Verschuldung in den Kernhaushalt. Wir kommen nachher vielleicht noch auf die Nebenhaushalte, auf die Eigenbetriebe der Stadt, für die andere Verschuldungssachen gelten. Ich habe euch da draußen auf den Tisch gelegt, diese Übersicht, die Karin jetzt gerade hochlädt, mit den ganzen Zahlen, kann man sich aber auch dann in Ruhe zu Hause nochmal angucken. Das sind Zahlen, die beruhen auf den Angaben der städtischen Haushalte und bei den Beschäftigtenzahlen auf Angaben des Statistischen Landesamts, die ich mir eingeholt habe, insbesondere zu den prekär Beschäftigten, die hat die Stadt nämlich nicht berücksichtigt. Über den Zeitraum 2020 bis 2022 sind an Investitionen in unserer Stadt 76 Millionen Euro geplant, besonders für die Kinderbetreuung und den jahrelang verschleppten Ausbau und die Sanierung von Schulen. Aber, jetzt kommt das große Aber, das aktuelle Corona-Minus macht bis 2023 rund 19 Millionen Euro aus. Deshalb hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung gegen die Stimmen der Linken eine Haushaltssperre von 2,5 Millionen Euro beschlossen. Ich will das einfach als Beispiel einer Stadt deutlich machen, welche grundsätzlichen Probleme auf die Kommunen in dieser aktuellen Krise zukommen. Weil häufig die Mehrfachbelastung der Kommunen nicht richtig gesehen wird. Das sind einmal die wegfallenden Steuereinnahmen, und zwar Gewerbesteuer, Anteil an den Gemeinschaftssteuern und an den Landeszuschüssen. Dann als zweites die wegfallenden Gebühreneinnahmen, wie zum Beispiel ÖPNV, Theater, Schwimmbäder, Kitas, Museen und zum Beispiel auch Krankenhäuser oder ähnliches. Drittens, höhere Ausgaben für Personal, Mittel für Desinfektion, zum Beispiel in allen öffentlichen Verwaltungseinheiten, in Schulen und Kitas, Maskenpflicht, dann die Gesundheitsämter, die teilweise auch mehr Personal brauchen. Und als viertes, die festen Kosten, die Kommunen ohne weiteres haben, egal ob sie sozusagen Dienstleistungen an die Einwohner bringen, also zum Beispiel bei Infrastruktur, dass die Kommunen Räume gemietet haben, dass sie Personal in der
ein Tropfen auf den heißen Stein, weil damit gerade einmal die ausfallenden Kita-Einnahmen gedeckt werden können, aber noch nicht einmal die Kosten für Schutzmasken gedeckt werden, wie dies der Mannheimer Oberbürgermeister beklagt hat. Der Gemeindetag hat eine eigene Abfrage unter den Kommunen über ihren aktuellen Finanzbedarf gestartet, weil die Landesregierung das versäumt hat und offensichtlich nicht dazu in der Lage war. Allein die Stadt Mannheim rechnet für dieses Jahr mit einem Minus von 210 Millionen Euro. Also mehr als die Einmalzahlung der Landesregierung an alle 1100 Kommunen im Land. Insgesamt fehlen laut Städtetag Baden-Württemberg gegenwärtig rund 4,6 Milliarden Euro und die drei Kommunalverbände fordern deshalb in einer Erklärung, in der sie einen Schutzschirm fordern, von der Landesregierung dringend eine Einigung in Grundsatzfragen, wie zum Beispiel eine substanzielle Erhöhung der Schlüsselzuweisung der Landesregierung an die Kommunalen, an die Kommunen. Hintergrund für dieses energische Vorgehen der drei Kommunalverbände sind schlechte Erfahrungen der Kommunen, der Städte und der Landkreise mit der grün-schwarzen Landesregierung im Zusammenhang mit dem Koalitionsvertrag von 2016. Damals hat, du hast einen Begriff verwendet, Schlüsselzuweisung. Ja. Sowie Kürzung von 400 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen, da sind sie wieder an die Kommunen. Dagegen haben die drei Kommunalverbände dann damals sehr heftig protestiert, denn der Investitionsstau in Baden-Württemberg betrug schon 2016 27 Milliarden Euro mit Schwerpunkt Schulen und Infrastruktur, sprich zum Beispiel Straßen, Brückenbau, die sehr marode in Baden-Württemberg sind und Ähnlichem. Wir haben damals im Kreistag Tübingen als kleine Fraktion von 4 Leuten damals noch eine Resolution gegen die Finanzwillkür der grün-schwarzen Landesregierung vorgeschlagen und haben dort die Mehrheit gekriegt. Wir sind 4 Leute bei 62 Leuten, kann man sich vorstellen, dass das schon ein kleiner Sieg gewesen ist. Selbst Teile der CDU haben gegen diese Willkür der Landesregierung protestiert und alle anderen Fraktionen ansonsten geschlossen. Jetzt wollen die drei Kommunalverbände sich nicht mehr mit Placebos von Einmalzahlungen der Landesregierung abspeisen lassen und ihre Protest scheint erste Früchte zu tragen. Zwar bietet die Landesregierung den Kommunen nicht die erforderliche 4,6 Milliarden Euro an,
wohl aber 2 bis 3 Milliarden für ausgefallene Gewerbesteuer und Kinderbetreuung und für die Krankenhäuser. Allerdings sind wir damit immer noch sehr weit entfernt von den angesammelten Investitionslücken von 27 Milliarden, die dann der nachfolgenden jüngeren möchte ich ein Beispiel, was euch vielleicht auch weiterhilft, dann im Stadtrat deutlich machen an der Frage Digitalisierung der Schulen, die gegenwärtig ganz groß im Vormarsch ist, neben der Digitalisierung insgesamt, wenn man sich das Bundesprogramm anguckt. Und wenn die Krise vorbei ist, besteht die Gefahr, dass damit die Neuaufnahme von Schulden auf Bundes- und Landesebene nicht mehr möglich ist und nicht mehr gewährt wird. Deshalb verbieten sich auf kommunaler Ebene wie auch auf Landesebene pauschale Haushaltskürzungen. Alle Investitionen sollten auf ihre ökologische Nachhaltigkeit und auf die Stärkung der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung geprüft werden. Niemand darf zurückgelassen werden. Die soziale Spaltung der Gesellschaft muss abgebaut werden und besonders betroffene Bevölkerungsgruppen müssen gestärkt werden. Drittens, zur Überwindung der wirtschaftlichen Krise ist es sinnvoll, anstatt einer schädlichen Exportorientierung mit ihrer internationalen Abhängigkeit unsere Binnenwirtschaft zu stärken, indem die Massenkaufkraft der Bevölkerung erhöht wird. Anstatt
Viertens, immer mehr digitalisierte Technik, die nicht immer funktioniert, einzusetzen, benötigen wir mehr Personal und Beschäftigung für soziale Kontakte, besonders bei Kindern, Kranken und Pflegebedürftigen. Ich habe die Vorschläge für die Hilfen, die wir ergreifen sollten oder Vorschläge machen sollten, in kurzfristige und mittelfristige Hilfen unterteilt. Zu den kurzfristigen Hilfen würde ich zählen die Aussetzung kommunaler Gebühren für Kitas, ÖPNV, Musik und Volkshochschulen, Stärkung der Gesundheitsaktivitäten durch freien Eintritt in Freibäder und Sportaktivitäten, keine Zwangsmaßnahmen bei Zahlungsunfähigkeit, bei Mieten, Wasser, Energie und eine Mietpreisbremse, wie sie der Deutsche Mieterbund fordert. Mehr Personal für Kinderbetreuung, Pflege und Gesundheit. Mehr Ausbildung durch mehr Peer-Stellen. Wisst ihr, was Peer-Stellen sind? Das ist für die pädagogischen Fachkräfte in der Kinderbetreuung eine praxisorientierte, also integrierte Ausbildung, die vom ersten Tag bezahlt wird und Ausbildung und Theorie miteinander verbindet. Das ist sehr erprobt in Mannheim seit Jahren. Und da geht es darum, diese Peer-Stellen zu stärken anstelle der vierjährigen Ausbildung, wo dann die Erzieherin erst im vierten Jahr überhaupt einen ersten Cent sehen. Die Regierungen müssen ihre Versprechungen in diesen Bereichen der Pflege und Gesundheit einhalten. Diese dürfen nicht mit Fallpauschalen profitorientiert arbeiten, sondern müssen den Bedürfnissen der Patienten dienen. Wir sollten Tafelläden und unterstützen und einen Lieferservice für Behinderte und Kranke auf lokaler Ebene einrichten. Wir haben in Rottenburg gefordert Restaurantsgutscheine. Und zwar für die Benutzer von Tafelläden, Hartz-IV-Bezieher und Kreis-Bonuscard-Inhaber. Das ist für die Restaurantbesitzer, die gegenwärtig erst wieder öffnen dürfen, eine große Hilfe und gleichzeitig für diejenigen, die in der Krise gegenwärtig mit konfrontiert sind, mit hohen Nahrungsmittelpreisen, insbesondere bei Obst und Gemüse betragen die gegenwärtig zwischen 8% und 11%. Das ist für, gerade wenn man auf gesunde Ernährung für die Kinder achten will, für solche Haushalte ein Riesenproblem. Und wir sollten Künstler und Kulturvereine finanziell unterstützen. Zu den mittelfristigen Hilfen zähle ich die Massenkaufkraft durch höhere kommunale Löhne und Gehälter, durch leistungsgerechte Bezahlung pädagogischer Fachkräfte, den Einstieg in gebührenfreie Kitas und einen kostenlosen ÖPNV, vor allem auch im Schülerverkehr. Das ist besonders für junge Familien ganz, ganz wichtig, gebührenfreie Kitas gegenwärtig zu haben und zu versuchen, das dann auch landesweit durchzusetzen, können wir nachher noch diskutieren. Als weiteren Punkt, wisst ihr vielleicht, dass es eine Bundesregierung gibt und einen Bundesrat als Kammer für die Länder. Das sage ich deshalb, weil es für die Kommunen keine eigenständige Vertretung gibt, kein zusammenfassendes Organ als dritter Kammer. Und wir sollten dafür eintreten, damit die Kommunen nicht gegeneinander in den einzelnen Ländern ausgespielt werden, tatsächlich eine Kommunalvertretung auch auf Bundesebene zu erreichen. Deutscher Städtetag, Deutscher Gemeindebund und so weiter praktizieren das schon. Und die zusammen bilden gerade auch ein großes Gewicht dann gegenüber Bundes- und Landesregierung. Dafür trete ich ein. Und als letzten Punkt bin ich dafür, einen langfristig angelegten Lastenausgleich durch eine einmalige Vermögensabgabe für Superreiche
und eine dauerhafte Vermögensteuer einzutreten, wie dies Verdi vor kurzem offiziell gefordert hat. Verdi ist da mustergültig und das ist ganz wichtig. Es gibt gegenwärtig eine breite Diskussion, auch im Handelsblatt zum Beispiel, über die Frage der Vermögenssteuer. Und daran sollten wir aktiv teilnehmen. Ich sehe nicht, dass wir durch irgendwelche Kürzungen irgendwie diese Milliardenbeträge, die im Raum stehen, auf den grünen Zweig kommen. Und wir brauchen tatsächlich diesen massiven Eingriff durch eine höhere Besteuerung. Ich habe gestern Abend in der Sozialausschusssitzung, als es um die Erhöhung der Kindergartenbeiträge in Rottenburg ging, gesagt, hat der Oberbürgermeister gesagt, wir können doch nicht Geld drucken, Herr Peter. Habe ich gesagt, brauchen Sie auch nicht. Fahren Sie nach Gönzwe und holen sich dort die 188 Milliarden Euro, die dort deutsche Reiche gebunkert haben und der Steuer vorenthalten haben. Holen Sie die bitte ab. Zum Abschluss. In all diesen Fragen ist es meines Erachtens notwendig, Bündnisse zu schließen mit Gewerkschaften, mit sozialen, kirchlichen Organisationen, mit Elternvertretungen von Kitas, von Schulen. Und stehen in diesem Herbst scharfe Verteilungskämpfe im Raum, die wir vielleicht in den letzten Jahren so nicht erlebt haben und wo wir uns auch noch nicht über die Schärfe der Auseinandersetzung die so voll im Klaren sind. Diese Auseinandersetzungen werden eine entscheidende Bedeutung dafür haben, ob wir die Daseinsvorsorge in den Kommunen, das ist die Grundeinheit unseres Staates, unserer demokratischen Gesellschaft, ob wir die aufrechterhalten können und die Lebensqualität und die Natur zum Wohl der Menschen stärken können. Packen wir es gemeinsam an. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Dankeschön für euer Zuhören. Ja. Als zweiten Versuch. Gut, ich müsste jetzt einfach ganz kurz an euch die Frage Stream weiterlaufen lassen, wenn wir jetzt in die Diskussion einsteigen. Weil wenn jemand da auf seine Persönlichkeitsrechte besteht, dann dürfte man den oder diejenige nicht mitschneide. Also wenn niemand von euch da was dagegen hätte, wäre es prima, dann können wir jetzt nämlich tatsächlich auch die anderen noch an der Diskussion beteiligen oder zumindest mithören lassen. Gut, dann erstmal ganz herzlichen Dank, Emanuel. Ich glaube, ja, da hat jeder jetzt eine ganze Menge noch zu, wie sagt man, nachzudenken. Ich wollte jetzt einfach vielleicht gleich nochmal diese Frage stellen zu diesen Schlüsselzuweisungen. Kannst du uns das vielleicht noch mal kurz erklären, was das für eine baden-württembergische Kommune bedeutet? Was, also unter Schlüsselzuweisung verstehe ich zumindest was, worauf die Kommune Anspruch hat. Mhm. Worauf hat sie Anspruch und was ist quasi so als, naja, just for fun? Wenn man es hat, ist es schön, aber man hat keinen Anspruch drauf. Was, wo können wir da als Kommunalos ansetzen, um quasi zu sagen, wir haben darauf aber ein Recht, beziehungsweise bestimmte Leistungen, die die Kommune bislang erbracht hat, müssen auch weiter geleistet werden, insbesondere gerade im sozialen Bereich. Die Themen, die du jetzt auch angeschnitten hast, ist das ja nicht unbedingt immer gewährleistet, weil es keine Pflicht ist. Leistungen sind. Das wäre jetzt für mich zumindest mal ein Punkt, aber klar, ich denke, wir sammeln dann auf jeden Fall, wenn ihr euch bitte einfach meldet und dann gucken wir, dass wir es versuchen abzuarbeiten. Also für die Schlüsselzuweisung ist erstmal wichtig, dass es in den einzelnen Bundesländern das unterschiedlich gehandhabt wird. Und ein sehr kompliziertes Berechnungsverfahren ist. Ich kenne auch nicht alle Details davon, weil es wirklich, dazu muss man Finanzexperte sein. Und die Berechnungen laufen immer 2 Jahre im
upsala, im Nachklapp von den Gewerbesteuereinnahmen zum Beispiel und den Sachen auch. Es gibt aber einen Anspruch der Kommunen auf diese Schlüsselzuweisung, und zwar im Grundgesetz. Das möchte ich extra betonen, weil es gibt eine doppelte Absicherung der Kommunalfinanzen im Grundgesetz, auf das man sich immer berufen kann, nämlich den Artikel 28 des Grundgesetzes, der gewährleistet das Recht der Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Und der Paragraph 106 des Grundgesetzes regelt oder bezeichnet die Kommunen als eigenständige, gleichwertige Funktionsträger neben dem Bund und den Ländern. Und von dort her sind die Länder verpflichtet, ist also ein Anspruch, verpflichtet, die Kommunen finanziell so auszustatten, dass sie die Daseinsvorsorge ihrer Einwohnerschaft gewährleisten können. Zu dieser Daseinsvorsorge gehören die Frage der Bildung, die Frage bei uns auch des Wohnungsbaus zum Beispiel dazu, wurde vom Oberbürgermeister als soziale Daseinsvorsorge extra definiert. Dazu gehört die Versorgung mit Wasser, also gegen die Privatisierung von Wasser zum Beispiel. Dazu gehört also Wasser, Abwasser, Strom, so etwas. Und auch zum Beispiel die Obdachlosigkeit ist auch eine kommunale Pflichtaufgabe. Und solche Sachen müssen, also kann man begründen, finanziell begründen und da Ansprüche stellen. Es gibt in Baden-Württemberg einen sogenannten Grundkopfbetrag pro Einwohner. Das heißt, die Landesregierung, der wird auch immer neu ausgehandelt, jedes Jahr entsprechend der Entwicklung der Steuereinnahmen. Und dieser Grundkopfbetrag ist sehr wichtig. Der wird häufig unterschätzt. In Rottenburg beträgt er gegenwärtig ca. 1.600 Euro pro Kopf. Das stellt euch mal bitte vor, bei pro Jahr pro Kopf für 44.000 Einwohner ist das eine erkleckliche Summe, oder? Und diese Sache richtet sich aber nach der, Gemeindegröße. Das heißt, das ist gestaffelt. Ich bin zu ausgreifend. Das ist gestaffelt nach der Größe der Städte und Kommunen, weil ja auch zum Beispiel nicht jede kleine Kommune ein eigenes Schwimmbad hat. Aber größere Kommunen, da muss das Angebot auch zum Beispiel für Schwimmen vorhanden sein und Ähnliches. Und das soll dadurch abgedeckt werden. Genauso muss eine Kommune auch die Infrastruktur der kommunalen Straßen damit bezahlen können. Auch der Brücken und Ähnliches. So etwas. Oder dazu gehören auch das Erscheinungsbild, also das Aussehen der Stadt und ähnliche Sachen. Das sind aber Sachen, die immer einzeln begründet werden müssen, sozusagen, wenn man Anträge stellen muss, um diese Sachen aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Also es gibt einen Grundkopfbetrag, der ist das letzte Mal bei 1.300 Euro gewesen und ihr seht an der Differenz 1.600 Euro Rottenburg ist dann schon etwas für eine Mittelstadt mehr. Allerdings kommt jetzt, erstmal zu den Schlüsselzuweisungen. Also dieser Grundkopfbetrag wird von jeder Kommune mit der Landesregierung
separat ausgehandelt? Nein. Oder hat die Landesregierung für bestimmte Größenordnungen genau. von Gemeinden diesen Betrag? Und da handelt dann der Gemeindetag oder der Städtetag mit der Regierung aus? Oder ja, also ja, die drei Kommunalverbände. Okay. Also da finden immer Absprachen statt zwischen der Landesregierung. In einem Abstand von 3 Jahren werden die Sachen festgelegt und dann eventuell aktualisiert durch Steuerentwicklung und so etwas. Aber das wird schon regelrecht ausgehandelt. Das ist also nicht eine Frage einer einzelnen Kommune, sondern landesweit. Okay. Ja, jetzt haben wir Wortmeldungen. Christine, oder? Oh ja, super. Kannst du auch das da? Ach so, ja, genau, dass man es hört. Richtig. Also, Alex filmt euch nicht, aber dass man die Fragen versteht. Ist okay. Also das heißt, ich kann davon ausgehen, je besser eine Kommune verhandelt, desto höher ist dann auch diese Kopfsteuer? Oder also da gibt es keine Basis, wo ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt mehr Anträge stelle oder wenn ich irgendwie mehr fordere, bekomme ich auch mehr. Sondern es gibt tatsächlicherweise diese Basis, die für alle erstmal gleich ist. Ja, und die... Machen wir noch die andere Wortmeldung dann und dann können wir... Ja, gut. Ja, also meins geht es auch auf diesen Schlüsselverteilung drauf. Meine Frage, inwiefern findest du denn dann den deutschen Föderalismus als schwierig oder als bremsend für die Entwicklung dafür? Weil ich denke mir, dass es dann viel Konkurrenz zwischen den einzelnen Kommunen gibt, zwischen den einzelnen Ländern gibt. Und dadurch, dass es dann diese Konkurrenz auf der, sag ich mal, untersten Ebene gibt, kann so Ziele wie eine Reichensteuer immer, wenn man es immer nur Stress zwischen den einzelnen Kommunen gibt, kann man die höheren Ziele nicht erreichen. Also inwiefern siehst du da das oder wie schätzt du das ein, dass der deutsche Föderalismus da vielleicht ein Problem darstellt, wenn jedes Land das eigenes Hand hebt und dann keine gemeinsame Stimme geben kann, weil es eine Konkurrenz zwischen den einzelnen Kommunen gibt? Ist gerade da vorne. Ja. Also zu dem Ersten, die Kommune handelt dann nicht über die Erhöhung des Grundbetrages, sondern es gibt Einwohnerklassen, also Größenklassen für die einzelnen Kommunen. Und dementsprechend wird dann ein Prozentsatz angegeben und dementsprechend erhalten die größeren Kommunen und Städte mehr. Das erstmal dazu. Das ist also generell festgelegt. Da kann nicht eine einzelne Kommune einfach sagen, ich möchte jetzt mehr, weil ich habe das und das. Das ist eine Frage, dass also die Kommunen versuchen, Anträge zu stellen für bestimmte Projekte, zum Beispiel für Altstadtsanierung. Und sich da Zuschüsse erhofft von einem Landesprogramm, was also zur Sanierung von Altstadtkernen Beiträge an die Kommunen zahlt. Zu der Frage Föderalismus, das ist ein sehr großes Thema. Aber um das mal deutlich zu machen, wir haben einen Länderfinanzausgleich, der ist euch relativ bekannt, zumindest als Begriff. Diesen Ausgleich gibt es auch als kommunalen Ausgleich in Baden-Württemberg, weil natürlich die Kommunen nicht alle, also nicht in allen Kommunen ist Daimler-Benz vertreten oder IBM. Sondern die lassen sie in bestimmten Städten nieder an der Autobahn. Logistiker braucht ja nur die A81 runterzufahren, dann seht ihr, wo die Gewerbeeinnahmen unter Umständen sprudeln. Deshalb gibt es einen kommunalen Finanzausgleich, in denen die Kommunen einzahlen aufgrund ihrer Steuerkraft und der gleichzeitig auch von der Landesregierung gefüttert wird, um es mal so auszudrücken. Allerdings steht Baden-Württemberg bei der Frage dieser Sachen des kommunalen Finanzausgleiches bundesweit im Ländervergleich an letzter Stelle, um es mal so auszudrücken. Da wäre einiges zu tun. Aber was du mit der Frage des Föderalismus zu Recht ansprichst, ist die Frage der gleichwertigen Lebensbedingungen.
Das ist eine ganz wichtige Sache, für die wir eintreten sollten, auch dann bei der Landtagswahl, dass wir für die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen sind und dass wir dann Kommunen, die überproportional Gelder einnehmen aufgrund ihrer Ansiedlung von Gewerbe oder Industrie, dass die dann auch dementsprechend mehr bezahlen müssen. Dafür gibt es die Gewerbesteuer, auf die ich jetzt gerne kurz eingehen würde, wenn ihr einverstanden seid, weil die Gewerbesteuer, das seht ihr hier auch an der Aufstellung für Rottenburg, sind für Rottenburg immerhin ein Prozentsatz von durchgängig jetzt in den letzten Jahren von 15% der Einnahmen. Diese Gewerbesteuer ist die einzige echte kommunale Steuer, die es gibt. Alles andere von allen anderen Einnahmen sind die Kommunen abhängig. Also sowohl der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie auch die Schlüsselzuweisung sind zwar Verhandlungssachen, aber sind keine echten Sachen, wo die Kommunen selbstständig drüber entscheiden können. Das ist aber bei der Gewerbesteuer der Fall. Die Grundsteuer A und B, die Grundsteuer A ist für Agrar und Forst und B für die Immobilien, ist nochmal eine andere Frage, aber die bewegt sich im bescheidenen Maßstab an den Gesamteinnahmen. Wenn ihr euch anguckt, zum Beispiel Rottenburg hatte Grundsteuereinnahmen insgesamt von 5,6 Millionen bei Einnahmen von 100 Millionen, dann hält sich das, ist das sehr bescheiden. Aber die Gewerbesteuer ist sehr wichtig und da kämpfen die Kommunen auch in Konkurrenz untereinander. Das ist die Frage dann eben halt, wie weit ist Föderalismus förderlich oder ein Schaden? Die Kommunen erhalten einen Anteil an der Lohnsumme, nicht an der Frage der Beschäftigten. Also die Gewerbesteuer bemisst sich nicht an der Anzahl der Beschäftigten, sondern an der Lohnsumme, die diese Beschäftigten haben. Das ist ganz wichtig. Wenn ein Betrieb seine Hauptstelle, seine Zentrale hat und dort sind die ganzen hochbezahlten Angestellten und Manager, dann haben die eine wesentlich höhere Lohnsumme und die Kommune kriegt dort entsprechend des Gesamtanteils, den der Betrieb erwirtschaftet, dann entsprechend der höheren Lohnsumme eine höhere Gewerbesteuer zugemessen. Das erklärt, warum wir in Rottenburg zum Beispiel schlecht dastehen mit 30% an prekär Beschäftigten, die natürlich eine niedrige Gesamtsumme an Lohnsteuer oder überhaupt an erwirtschaften, als zum Beispiel andere Bereiche, Sindelfingen, Böblingen, wo man mal gesagt hat, dort sind die Bürgersteige mit Marmor gefertigt worden. Die Kommunen können aber, und jetzt ist die Frage des Föderalismus wichtig, können einen Prozentsatz, den Gewerbesteuerhebesatz, selbst bestimmen. Es gibt, nachdem sich in den 70er, 80er Jahren in Deutschland sehr finanzkräftige Konzerne auf einer Nordseeinsel gebündelt hatten, mit 3 Einwohnern waren dort, glaube ich, aber über 1000 Briefkästen. Ihr kennt dieses Beispiel mit Panada, das hatten wir auch in Deutschland, weil die hatten dort 0% Gewerbesteuer. Und dann musste der Gesetzgeber eingreifen und hat den Mindestsatz für den Gewerbesteuerhebesatz auf 200 festgelegt. Dieser Gewerbesteuerhebesatz erscheint immer im Haushaltsentwurf eurer Stadt. Der beträgt bei Rottenburg 350. Der durchschnittliche
Satz im gesamten Land beträgt gegenwärtig 368%. Das ist ein Multiplikator, mit dem dann die Gewerbesteuer an die Kommunen fließt. Und der ist relativ wichtig. Ich führe seit 3 Jahren einen Kampf bei den Haushaltsberatungen darum, dass Rottenburg mindestens den Durchschnittssatz an Gewerbesteuer erhebt, wie im gesamten Land, damit die Konkurrenzsituation unter den Kommunen nicht darin auswächst, dass Kommunen Firmen anlocken und dadurch Agrarflächen und wichtige Flächen in der Natur kaputt gemacht werden, indem immer mehr Logistiker angesiedelt werden, von denen die Kommunen überhaupt nichts haben. Insofern geht Finanzsache und ökologische Aspekte in die Frage der Haushaltsberatung gehören direkt zusammen. Unabhängig jetzt mal von der Frage der prekären Beschäftigung mit 3.800 prekär Beschäftigten in Rottenburg, die natürlich auch damit reinspielt. Kurze Nachfrage. Oder wie kann man das ungefähr einordnen, einschätzen? Wo kann man sich auch als kleinere Kommune vielleicht einordnen, dass man sagen kann, wenn wir hier um ein paar Punkte hochgehen, heißt das nur lange nicht, dass uns alle abwandern. Also, die Sache. ...290% begrenzt ist. Insgesamt sind das 1,7 Milliarden Euro oder 26% des Gesamtgewerbesteueraufkommens, die nicht in den kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt werden, also dort eingehen und damit der gleichwertigen Herstellung der Lebensverhältnisse zwischen den Kommunen im Land entzogen werden. Das ist ein Viertel sämtlicher Gewerbesteuereinnahmen, die dadurch entzogen werden. Und insofern befinden sich die Kommunen in einem stetigen Clinch, welcher Gewerbebetrieb siedelt sich bei uns an, am besten noch mit seiner Zentrale.
hypothetisch wäre es nicht viel. Entschuldigung. So, soll ich gleich vorne stehen? Rein hypothetisch wäre es nicht viel sinnvoller, dann einfach landesweit, also ich stelle einfach mal dieses Szenario auf, einen einzigen gemeinsamen Steuersatz zu haben, dass sich die Kommunen nicht gegenseitig bekriegen, sondern man hat einen und dann kann man ein gemeinsames Ziel verfolgen und das vielleicht auch also ein Maximum, sondern maximale Solidarität zeugen. Also was, wie stehen Sie dazu? Oder du? Sie ist, glaube ich, noch an. Und zwar würde ich auch noch zur Gewerbesteuer, wollte ich fragen, ob du hast ja gesagt, das sind die Lohnsummen der Beschäftigten. Das heißt, die Firmen vor Ort können das eigentlich nicht verschieben im Sinne von irgendwelche Gewinngeschichte, die sie hin und her schieben, sondern müssen tatsächlich dann praktisch nach den Beschäftigten vor Ort entsprechend gerechnet Gewerbesteuer zahlen. Weil ich das mal so im Kopf hatte, dass es da auch irgendwelche Tricks gibt. Dann wollte ich fragen, kann ich vielleicht was sagen zu der Gemeindesteuer, die Linke entsprechend geplant hat, also praktisch die Gewerbesteuer auszubauen. Und ich habe, also ich kriege das gerade an allen Ecken und Enden mit, dass das Land ja die Konnexität nicht betreibt, sondern spart. Also im Gesundheitsbereich, die Investitionen ins Krankenhaus wird zur Hälfte, muss praktisch Stadt oder Landkreis einspringen, wenn das Krankenhaus nicht selber das Ganze finanzieren kann. Du hast von der Digitalisierung an Schule gesprochen. Da ist auch klar, ich habe nachgefragt, also ist klar, dass man irgendwann als Kommune dann selber Geld in die Hand nehmen muss, sieht aber gar keine Alternative. Und in den Köpfen anderer Gemeinderäte oder Kreisräte habe ich schon das Gefühl, dass momentan diese Sache mit Sparen ganz tief drin ist. Die war vorher schon drin, die ist jetzt aber also nahezu wie Beton, so scheint mir. Und da ist, glaube ich, ganz hilfreich, was du gesagt hast mit dieser Vermögensabgabe und mit der Vermögenssteuer, dass man sozusagen in die Offensive kommt und nicht mitmacht und überlegt, wo jetzt wäre es noch schlimmer zu sparen oder wo nicht. Das ist aber, glaube ich, das ist hartes Brot, aber ich denke, oder dicke Bretter, aber ich denke, das ist wahrscheinlich der richtige Punkt. Und ich habe mal gehört, unter Adenauer gab es übrigens auch schon eine Vermögensabgabe. Also es gibt auch so Dinge, die mittlerweile schon vergessen sind und wo man dann, glaube ich, vielleicht darauf hinweisen kann, dass es sowas einfach auch schon gab. Also eigentlich konservative Politik betreiben, aber ich will es nicht so nennen. Nein, ich habe eine Frage, die mir auch oft sehr umgeht. Das sind bundespolitische Forderungen, das sind landespolitische Forderungen, das sind Forderungen ja auf anderer Ebene. Aber was für Spielräume haben wir in der Kommune selbst? Also weil ich meine, wir haben unsere Forderungen und wir wissen, wie es besser gehen würde, aber das ist ein langer Prozess und davor habe ich Angst. Und deswegen geht es mir auch darum, wie kann man auf kommunaler Ebene selbst die Spielräume nutzen, die man hat, weil ich meine, man hat das Problem, dass man ja für Investitionen kann man Kredite aufnehmen, aber für soziale Ausgaben zum Beispiel nur begrenzt. Und das ist jetzt hier in Karlsruhe, sind wir da schon, haben wir das fast schon ausgereizt. Und klar ist, wir müssen jetzt besonders viele soziale Ausgaben machen, weil alles, was wir jetzt nicht machen, werden wir später mal bereuen. Wenn zum Beispiel kleine Kultureinrichtungen kaputt gehen, wenn Menschen Lebensträume zerstört werden und dementsprechend, das wird ja langfristige Folgen haben. Aber was kann man auf kommunaler Ebene mit den Spielräumen, die wir jetzt haben, wie kann man die sinnvoll nutzen? Das ist eine Frage, die ich ganz dringend habe. Ich glaube, machen wir erst die Antwortrunde, bevor es weitere Fragen gibt, sonst wird es unübersichtlich. Mal Dankeschön für eure Geduld, weil ihr merkt natürlich auch an der Diskussion, dass wir ein riesiges, weites Feld haben.
Weil das Problem ist ja eigentlich, dass wir uns in einer doppelten Krise befinden. Wir befinden uns in der Krise, die sich in den letzten 20 Jahren durch die Steuerpolitik und Finanzpolitik der Bundesregierung enorm entwickelt hat, dadurch, dass die notwendigen Investitionen überhaupt nicht mehr gemacht werden können, weder auf kommunaler Ebene noch auf Landesebene. Also ihr müsst euch mal einfach vor Augen halten, mich wundert es, dass bestimmte Eisenbahnzüge noch nicht zusammengekracht sind unter den zusammengekrachten Brücken. Wir haben 1300 Brücken, die so marode sind, dass sie eigentlich erneuert werden müssen, nicht mehr saniert werden können. Das ist ein Wahnsinn, was da an Infrastruktur verschlammt worden ist, zu investieren. Und das sind, wie gesagt, Milliardenbeträge. Der Witz ist, dass also gerade jetzt trotz hoher Steuereinnahmen in den letzten Jahren, die niemand so erwartet hatte, die Gesamtinvestitionslücke weiter gestiegen ist. Und zwar um 22 Milliarden Euro auf mittlerweile bundesweit 168 Milliarden Euro. Trotz dieser enormen Steuereinnahmen ist die Frage, wo sind die ganzen Gelder eigentlich hingegangen? Also sie sind ja nicht nur zu Herrn Scheuer geflossen, also mit seiner Pkw-Maut, die werden wir dann noch in den nächsten 10 Jahren bezahlen müssen, die 500 Millionen, die er versiebt hat. Nein, das ist schon das alte Schuldenlasten, die ganz elementar sind, vor allem in manchen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder auch Bremen oder so, die nur noch anhand von Kassenkrediten leben. Und anderen Kommunen wie in Baden-Württemberg und Bayern, die noch relativ gut gestellt sind, aber durch die Krise jetzt aktuell die zweite Belastung auf sie zukommt. Und die Frage ist, deshalb sag ich auch, Lastenausgleich wie nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die Situation ist durchaus vergleichbar von der Tiefe der Krise, die wir gegenwärtig erleben, dass wir eine Besteuerung insbesondere der Reichen und Superreichen brauchen, mit einer Langfristigkeit, die nicht die Existenz von Betrieben gefährdet und die Arbeitsplätze gefährdet, aber den privat angeeigneten Reichtum abschöpft, der sich dort angesammelt hat, nicht nur in Guernsey vorhanden ist, sondern auch in anderen Bereichen. Also mein Beispiel ist immer, 45 Haushalte in Deutschland haben ein Vermögen wie 21 Millionen Haushalte der unteren Hälfte. 45 Haushalte. Gut. Und da gebe ich dir recht, das ist ein doppelt knallhartes Brot, weil du musst auf der einen Seite auch deutlich machen, dass du dir nicht alles gefallen lässt in den Räten. Dass du wirklich dagegen hältst und wie unser Oberbürgermeister, ja, wo steht Ihre Gelddruckmaschine, Herr Peter? Da musst du ganz knallhart dagegen sagen, tut mir leid, gehen Sie mal dahin, wo das Geld liegt und abgeholt werden könnte. Die Frage der Spielräume, deshalb auf kommunaler Ebene, ist schwierig zu beantworten, weil es gibt diese Spielräume in diesem Sinne nicht, ohne dass wir in der Öffentlichkeit mobilisieren. Also gestern Abend habe ich Unterstützung gekriegt von Elternvertretern im Sozialausschuss, als ich gegen die Erhöhung von 1,9%, ganz moderat, der Kindergartenbeiträge für das nächste Jahr gewettert habe, gesagt habe, es können gerade die jungen Familien, die momentan jeden Cent umdrehen müssen, überhaupt nicht leisten, dass sie also da auch noch selbst 1,9% mehr bezahlen müssen. Und dann für ein Kind 100%, also 360 Euro hinlegen müssen jeden Monat. Woher denn? Die haben mich unterstützt und gesagt, dass es notwendig ist, dass man dort wirklich
in dieser Stadt Rottenburg nur dadurch, dass man die Eltern mobilisiert und Druck ausübt in den Rathäusern, in der Verwaltung, überhaupt etwas erreichen kann. Wir haben nicht die Stärke, sondern wir müssen versuchen, diese Stärke herzustellen und außerparlamentarische, in Anführungszeichen, Aktionen zu koordinieren mit Initiativen innerhalb der Räte. Beides ist wichtig, und sonst sind wir alleine. Und wir müssen uns diese Spielräume tatsächlich erkämpfen und deutlich machen, es geht um Verteilung. Die Kommunen können nicht dauernd dafür herhalten, dass oben abgeschöpft wird, auf Landes- und auf Bundesebene. Das findet nämlich statt. Es ist nicht nur eine Umverteilung bei Löhnen und Gewinnen in den Betrieben, sondern es hat auch stattgefunden, eine Umverteilung von unten, von den Kommunen her nach oben in Richtung Land und Bund, damit der Bund überhaupt diese Steuerermäßigung an die Vermögenden machen konnte in den letzten 20 Jahren. Zuletzt zu deiner Frage mit der einheitlichen Gewerbesteuer. Ich bringe dir das Beispiel mit der Transaktionssteuer, die Olaf Scholz für die Bezahlung der Grundrente einsetzen wollte. Es weiß niemand oder kaum jemand, dass die Einführung von anderen Steuergesetzen auf EU-Ebene eine Einstimmigkeit bedingt. Das heißt, wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass Olaf Scholz leider ein bisschen Wabonk gespielt hat, um nicht zu sagen Schaumschläger, indem er gesagt hat, das ist meine Finanzierung für die Grundrente. War sie nie, kann sie auch nicht sein, weil das im Moment mit Irland, Luxemburg, diesen ganzen Steueroasen, Großbritannien tritt aus, damit es eine Steueroase wird. Das ist meine These. Und mir Konzerne anzieht, erreichen. Und deshalb eine einheitliche Gewerbesteuer werden wir so auf die Kürze nicht erreichen. Mir geht es um eine Eindämmung der Konkurrenz zwischen den Kommunen und eine Angleichung dessen, dass also wir gleichwertige Lebensverhältnisse, wo die Landesregierung tatsächlich eine eigene Kommission eingerichtet hat, herstellen können. Und mir geht es darum, dass wir eine Gemeindewirtschaftssteuer, also die Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer erweitern. Was heißt das? Das heißt, bei der Gewerbesteuer werden nur bestimmte Gewerbetreibende überhaupt steuerlich veranlagt. Architekten, Steuerberater und Notare, durchaus Gutverdienende sind, zahlen diese Steuern nicht, profitieren aber von der gesamten Gewerbestruktur, von der Infrastruktur der Kommunen, ohne dementsprechend auch da ihren Anteil zu zahlen. Und deshalb ist es richtig, dieser alte Vorschlag, ich glaube, Attac hat ihn vor 15 Jahren ins Spiel gebracht, und finde ich richtig, dass wir das erweitern. Und wenn wir dort einen Schritt hinkommen, das muss natürlich unter Gewährung von Freibeträgen sein, damit nicht der kleine Friseur oder der kleine selbstständige Bäcker, soweit es ihn überhaupt noch gibt, damit belangt wird, sondern mit entsprechenden Freibeträgen gemacht wird. Das hat Verdi übrigens in seiner Stellungnahme, könnt ihr im Internet abrufen, auch mit Beispielen gemacht für die Einführung der Vermögensteuer. Da ist genau gesagt, bis wohin gibt es Freibeträge und ab wann wird diese Vermögensteuer überhaupt noch gültig, damit niemand Angst kriegt, dass also seine Hundehütte oder sein zweiter Porsche Panamera darunter fallen. Wow. Emanuel, ich hätte jetzt noch eine Frage vielleicht. Ich weiß nicht, bevor
bevor wir jetzt, ich würde jetzt einfach sagen, wir machen jetzt die letzte Runde, wenn euch jetzt noch was einfällt, weil ich glaube, dann kriegen wir so ein Ende auf jeden Fall gegen 20 Uhr in Blick. Also wir haben, glaube ich, wahrscheinlich viele von uns hier im Raum das Problem, dass es auf der einen Seite wahrscheinlich wenig Einfluss drauf gibt, diese Gewerbesteuer jetzt innerhalb unserer Kommunen mal geschwind anzuheben. Und trotzdem wissen wir, dass wir Ausgaben bestreiten wollen, wo uns die Bürgermeister dann sagen, den Beschluss kann ich nicht mittragen, weil uns dann das Regierungspräsidium quasi die, sperrt, nicht bewilligt, genau. Sprich, ich trage diesen Beschluss nicht mit oder werde ihn quasi anfechten. Wie können wir mit solchen Drohungen, sage ich jetzt mal, umgehen, wenn wir sagen, wir brauchen aber an diesen und jenen Stellen Geld, das jetzt, sage ich mal, nur im übertragenen Sinn als Investition zu verstehen ist, weil ich investiere in junge Menschen, denen ich eine optimale Betreuung, eine zusätzliche, was weiß ich, Nachhilfemöglichkeit und einräume bei Integrationskursen in Migrantenvereinen oder eben auch im sozialen Bereich, wo ich einfach weiß, ich brauche eigentlich für diese Kinder oder für diese Jugendlichen mehr Möglichkeiten, sich entsprechend ja, zu entwickeln. Ich möchte es fördern, aber es ist keine Investition im eigentlichen Sinne. Ja, uns wird abgelehnt, weil wir ja dieses Geld gerade nicht haben. Und das kann man ja dann auch nicht verteilen. Also diese, wie gehen wir mit diesen, jetzt sage ich mal, Aussagen unserer politischen Gegner um und eben auch der Ansagen der Bürgermeister, die uns sagen, können wir nicht, dürfen wir nicht, wird uns abgelehnt. Also ich denke, es ist ganz wichtig, die also argumentativ und durch Beschlüsse der Gemeinderäte, der Stadträte in die Kommunalverhandlungen zwischen den drei Kommunalverbänden und der Landesregierung einzugreifen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir nur auf der kommunalen Ebene stehen bleiben. Es ist wichtig, die Kommunalpolitik mit der Landespolitik zu verbinden und sagen, dass die Landesregierung eine entscheidende Verantwortung dafür trägt, wie die Daseinsvorsorge in unseren Kommunen funktioniert, wie die Frage Kitas, Schulen und so weiter in den Schulen funktioniert. Das ist ganz entscheidend und da finden wir Verbündete. Diese Landesverbände, die drei großen Kommunalverbände sind ein ganz wichtiges Pfand, das wir nicht außen vor lassen dürfen. Deshalb haben wir auch vom Landkreis her im Kreis Tübingen habe ich wieder eine Resolution gestartet zur Unterstützung der Forderungen der Forderungen der drei Kommunalverbände gegenüber dem Landtag, der Landesregierung. Wolltest du direkt dazu? Ich wollte nur die Frage stellen, also ich bin auch der Meinung, dass wir das gerade auf kommunaler Ebene alleine nicht gelöst bekommen. Also da kommen wir an unsere Grenzen und da sehen wir aber auch die systematischen Fehler, also mit der finanziellen Ausstattung der Kommunen, die es schon immer richtig gibt. Aber die uns ja jetzt erst recht auf die Füße fallen. Genau. Und das Problem, was ich habe, ist immer, ich habe das Gefühl, die Öffentlichkeit, der ist nicht so bewusst, dass es diese Problemlage gibt. Wie schaffen wir es gerade jetzt, ja, auch eine Öffentlichkeit für so ein trockenes Thema und so ein angeblich langweiliges Thema wie kommunale Finanzen zu ja. Das ist eine ganz große Frage einfach. Ja. Und die zweite Frage ist, wie sind diese ganzen... ich kenne mich damit viel zu wenig aus, diese kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene, wie sind die zusammengesetzt, wer ist da drin, sind eher Vereinstrukturen, was ist das genau?
Nein, das sind gewählte Vertreter, die dann untereinander wählen die nächste Ebene. Also auch unser, also der Präsident des Landkreistages, unser Kreistagspräsident ist dort gewählt worden. Natürlich aufgrund der politischen Zusammensetzung, die es in diesen Verbänden überall gibt, aber das sind demokratisch legitimierte Vertreter, die ernst zu nehmen sind und darauf zu verweisen sind, dass sie die Interessen der Kommunen, der Städte und des Landkreises zu vertreten haben. Und so würde ich auch dort vorgehen. Du hast zu Recht gefragt, wie kommt man so mit drögen Thema wie Finanzen überhaupt an die Bevölkerung ran? Das finde ich auch ein großes Problem. Ich versuche das immer über die Frage der Inhalte, wofür wir Investitionen brauchen, festzumachen. Wir brauchen das für eine gute Kita. Die Kinder sind die Zukunft unseres Landes. Wenn wir die nicht ausbilden, dann geht die Wirtschaft runter. Da muss man sozusagen den Zusammenhang herstellen zwischen dem, wo die Eltern direkt betroffen sind, und der Frage, wie es ihnen geht, mit der Frage also zum Beispiel der Ressourcengutscheine oder der Frage der Kita-Beiträge, wo es völlig momentan schwierig ist, für gebührenfreie Kitas einzutreten. Und so gehe ich vor und versuche, das dann auch in den entsprechenden Gremien dazu Beschlüsse zu fassen. Aber das ist einerseits die Öffentlichkeitsarbeit und andererseits also nie so pauschal, ich will jetzt 100 Milliarden Euro an Investitionen haben, sondern diese Brücke, die stürzt bald ein, wollen Sie, dass es dort einen großen Unfall gibt? Oder diese Kita, die ist so versifft, dass man eigentlich die Kinder nicht mal reinschicken kann. Wobei das betrifft meistens die Schultoiletten, nicht die Kitas, um die mal in Schutz zu nehmen. Aber ich will euch sagen, ich habe 10 Jahre lang gebraucht in Rottenburg, damit unsere Erziehungskräfte leistungsgerecht bezahlt werden. Wir hatten eine Abstufung sozusagen von den Gruppenleitungen und dann, was die Stadt gesagt hat, das sind Zweitkräfte, die dann dementsprechend schlecht bezahlt wurden. Wir haben es im letzten Jahr zusammen mit den Elternbeiräten der katholischen, der protestantischen Kindergärten und der freien Kindergärten durchgesetzt als Linke, dass alle nach S8A eingestuft und bezahlt werden. Das ist ein Riesenerfolg gewesen, weil die haben auf einmal 400 Euro mehr in der Tasche gehabt. Du zerkraust deine schöne Stirn so. Das finde ich sehr spannend. Soll ich ja das Problem, das man nicht hört? Ja. Ach so. Dankeschön. Ja, wir haben in Pfinzell eben viele kirchliche Kindergärten, und bei uns ist es im Moment eigentlich eher so rum, dass die kommunalen Kindergärten, die Erzieherinnen besser bezahlt werden, als die kirchlichen Träger bezahlen. Genau, und dahingehend ist es für mich natürlich spannend, dass man die alle an einen Tisch bekommt, um dann zu sagen, okay, katholisch, evangelisch und auch die kommunalen Träger, wir bezahlen alle gleich, egal ob jetzt Kita-Leitung oder Gruppenleiterung. Wie hast du das geschafft, dass das zustande kommt? Dankeschön. Ich kann einfach selber auch. Er ist unser Handlanger. Im positiven Sinne. Also nicht ich alleine habe das geschafft, sondern das waren natürlich die Eltern und die Elternvertretungen, weil die katholischen Kita-Träger haben am schlechtesten bezahlt und hatten auf einmal keine Erzieherin mehr. Die sind weggegangen.
Und dann bestand die Gefahr für die, dass die hätten Kitas stilllegen müssen. Und da sind dann die Eltern auf die Barrikade gegangen und haben gesagt, wir brauchen eine bessere Bezahlung, damit die bleiben und nicht einfach in die Nachbargemeinden abwandern, die besser bezahlen. In Tübingen zum Beispiel gibt es eine durchaus bessere Bezahlung, wobei dann die Frage ist, wie die Arbeitszeiten sind oder so, das muss man dann immer noch sehen. Aber wir haben es geschafft, dass wir die städtischen, die freien Träger und die kirchlichen Träger an einen Tisch gekriegt haben, aufgrund des Drucks der Eltern. Und dann die Stadt diese unsinnige Spaltung aufgegeben hat. Auch wir haben 72% kirchliche Träger und nur 28% kommunale. Das hat ja die Stadt in den letzten Jahren immer ausgegliedert, nicht, damit sie nicht so viele Kitas bauen muss. Und die sollen ruhig mal tun. Die kommen an die Grenzen. Und deshalb hat es dort tatsächlich diese Einheit gegeben. Und dann musste die Stadt nachgeben und das bezahlen. Und sie muss auch den freien Trägern und den kirchlichen Trägern dementsprechend bezahlen, wenn jetzt keine Gebührenerhöhung bei den städtischen Kitas kommt. Sie haben nämlich einen Vertrag abgeschlossen vor ein paar Jahren, dass sie dann trotzdem den Landesrichtsatz für die kirchlichen Träger bezahlen müssen. Das ist ein Witz, nicht? Ja, gut. Okay, aber das war, also ich glaube, 10 Jahre lang Kampf. Und die Eltern haben dort wirklich gemerkt, dass es sehr wichtig ist, eine qualitativ gute Kita zu haben und eine Bezahlung, die dem entspricht, und das hat funktioniert. Jo. So, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wahrscheinlich alle von uns ganz viel noch im Kopf rumtragen und hin und her wälzen. Und es wird uns wahrscheinlich auch nicht erspart bleiben, da noch die eine oder andere Stunde mit Nachdenken zu verbringen. Und ja, du hast uns ja eine entsprechende Lektüre empfohlen. Ich kann jetzt bloß sagen, wir haben vorne auch noch ein paar Infoblätter liegen, die ihr gern mitnehmen dürft. Ich möchte mich jetzt an der Stelle einfach bei euch bedanken, dass ihr heute da wart. Ich möchte mich bei Emanuel bedanken für das interessante Referat, trotz des trockenen Themas Haushalt. Aber wie gesagt, da haben wir, glaube ich, noch einige Baustellen und einige hohe Hürden zu meistern im Laufe der nächsten Monate oder vielleicht sogar der nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre, weil ich glaube schon, dass uns dieses ganze Thema noch ziemlich lange begleiten und verfolgen wird und uns das Leben durchaus schwer macht. Ja. Also die Zeiten von Corona sind auch lange nicht vorbei, wenn man dann irgendwann mal einen Impfstoff gefunden hat, weil ich glaube, da haben wir noch eine Weile länger dran zu tragen. Emanuel, ich gebe dir jetzt einfach nochmals das Mikro für ein letztes Wort und dann würde ich sagen, beenden wir langsam die Runde. Also ich möchte mich auch bei euch für eure interessanten Fragen bedanken, die damit zeigen, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt. Und ihr könnt jederzeit mich anmailen und mir Fragen stellen. Ich habe nicht auf alle Fragen alle eine Antwort, das bilde ich mir nicht ein. Aber wo ich helfen kann, versuche ich das.